Schalter, fährt er jemand zu dicht auf? Ich gehe schon mal auf die Funktion. Okay. Norbert Moore, 2, an Zentrale, komme zur Wache. Ja, ja, das bin ja nicht ich. Glaube ich. Okay, mal warten mal. Alter, bis ich da im nächsten Auto dran bin, da ist doch schon wieder die Karte vorbei. Funktion. Zentrale an Cabella Sumpf 02. Melden Sie sich. Okay. Mit dem Funkstatus 03 bestätigen Sie Übernahme eines Einsatzortes. Ich weiß. Funkstatus 3! F7! F7? Okay, das Fahrzeug ist untersucht. Ich habe keine. Okay. Das A-Team darf weiterfahren. Wir schnappen uns den nächsten. Nein, nicht Funkstatus. Halt! Alter! Hör mal, dein Rücklicht ist kaputt. Funktionen. Aktion. Alter, ist das beschissen gemacht? Musterung abbrechen und dann machen wir nochmal. Nein! Funktionen. Alter, ist das bescheuert? Fahrzeug mustern. So. Aha. Aha. Funktionen. Aktionen. Alter, ist das bescheuert? So, rauswinken. Alter, wie die abbremsen einfach. Und dann rollen sie aber noch eine Stunde auf dem Standstreifen aus. Die bremsen von 80 auf 0 in einer Sekunde, bremsen sie runter und dann fahren sie noch eine Stunde auf dem Standstreifen rum. Na also. Hier, Handbremse, Motor ausschalten. Und jetzt gibt's erstmal Police Action, Freunde. Hier, kann ja jeder kommen. So. Officer Bernd im Einsatz. Der sieht schon so aus wie so ein jugendlicher Ärgermacher, so ein Troublemaker. Kontrolle. Wegen einer allgemeinen Kontrolle. Drogen? Nein. Na gut. ist einfach so schön. Haben Sie Drogen konsumiert? Nö. Na gut. Ciao. Das finde ich sehr gut. Okay, Dokumente. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Bitte sehr, hat er alles dabei. Verbotene Gegenstände. Nö. Der lügt doch. Der lügt. Dann glaube ich Ihnen das jetzt mal. Haben Sie Alkohol getrunken? Naja, ein Glas Wein vielleicht. Das ist aber schon ein paar Stunden her. Der ist sturzbesoffen. Dem sollte ich... In Ordnung. Und dann denkt er sich, der sagt dir ins Gesicht... Okay, kein Problem. Polizei, dein Freund und Helfer. Und im Hinterkopf hat er... Alter, dich Früchtchen nehme ich hoch. Dich mache ich fertig. Du hattest einen Wein, ich nicht. Dich mache ich fertig. So, Warndreieck. Hinten im Kofferraum. Okay. Verbandskasten. Verbandskasten sehen. Na klar, der befindet sich hinten im Kofferraum. Gut. Drogentest. Erstmal Ausweis ansehen. Michael Schmidt. Ist das nicht Smudo? Heißt Smudo nicht Michael Schmidt? Sag mal, Smudo heißt doch so. Der kommt aus Tilden. 1867, wie hat der sich gehalten? Okay. Alkoholtest. Ich sehe leider die Notwendigkeit bei Ihnen an einen Alkoholtest. Bitte pusten Sie in mein Röhrchen. Sie haben 0%. Dokumente ansehen. Sag mal. Zulassungsbescheinigung auf Alexander Fischer. Der heißt Michael Schmidt, aber der ist zugelassen auf Alexander Fischer. Was ist da los? Das ist nicht sein Auto. Führerschein Michael Schmidt. Fahrzeugfunk, Personenfunk. Über das Fahrzeug ist nichts weiter bekannt. Hat er trotzdem gestohlen. Das ist nur noch nicht gemeldet. Das ist nur noch nicht gemeldet. Ich weiß es genau. Okay. Drogentest weiterfahren lassen. Fahrer ansehen. Ich kann nichts Verdächtiges erkennen. Na, ich glaube schon. Wir inspizieren den Wagen. Alter, der ist einfach, das ist so kriminelles Verhalten, dass der uns einfach...
Reifendruck messen. Profiltiefe 04. Ich weiß gar nicht mehr, ob das zu wenig ist. Kennzeichen vorhanden, TÜV ist gültig. Kofferraum kontrollieren. Aha. Ein roter Ordner. Kennt jemand diese rote Ordner? Life is strange. Kennt jemand diese Ordner? Und hier ist noch ein Müllsack mit einer Leiche drin. Okay, mit A und D können Sie Objekte selektieren. Aha. Verbandskasten kann ich noch öffnen. Ja, ich kann den Verbandskasten hochheben, aber ich kann ihn nicht öffnen. Okay. Ja. Mhm. Sie haben sich alle Objekte angeschaut. Wie komme ich jetzt wieder raus? Mit Q. Profil ist zu wenig, oder? Profil ist zu wenig. Da eigentlich einbunkern. Eigentlich einbunkern. Personenfunk nochmal. Michael Schmidt, wer ist das? Ah, liegt nichts vor. Vielleicht ein Erstverbrechen. Drogentest. Machen wir. Komm, machen wir. Erfreulicherweise negativ. Bleiben Sie auch in Zukunft von Drogen fern. Das müssen wir unbedingt noch sagen. Der nimmt sowieso schon keine Drogen, aber wir müssen noch unbedingt sagen, bleiben Sie auch in Zukunft von Drogen fern. Das ist wichtig. Okay. Also eine Buße. Leider ist schade, aber Profiltiefe ist leider, die Reifen sind zu sehr abgefahren. Bereifung und Laufflächen. Tja, schade. Hätte ja gut laufen können. Alexander Fischer. Defekte Bereifung, 60 Euro. Kommt direkt auf unseren Bruttolohn. Erste-Hilfe-Kasten wusste nicht, wie man ihn öffnet. Sehr gut. Yeah! Police-Mobbing. So, einsteigen. Fahren Polizisten nicht immer zusammen? Ach ja, wir haben noch einen Partner. Wie kommt denn der ins Auto? Das Auto war vorher leer. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Wahrscheinlich Rumänien. So. Die arbeiten für günstiger. Weißt du doch. Norbert Mohr, 1, an Zentrale. Komme zur Wache. Okay. Können wir auch noch Punkte in Flensburg verteilen? Ja, haben wir, glaube ich, ne? Wir haben, glaube ich, einen Punkt in Flensburg verteilt. Fahrzeuge untersuchen, 2 von 3. Ach, wir sollen gar nicht die Polizeifahrzeuge untersuchen. Na gut. Okay. Funktionen, Aktionen. Schnauze. Ich muss ja untersuchen, ja? Ich bin ja der Columbo der Autobahn. So. Oh. Funktionen. Der fährt da schneller. Alter, ist das bescheuert. Hilfe. Ich eiere. Musterung. Rauswinken. Vollbremsung und noch eine Stunde ausrollen lassen. Das ist das Leben der Autobahnpolizei. Immer wieder gefährlich. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Und wer weiß, vielleicht ist hier wieder ein Schleuser drin. So, Handbremse anziehen, Motor ausschalten, aussteigen. Tür zu. Das sehe ich doch bis hier. Kein Nummernschild, Früchtchen. Was ist das denn? Was ist das denn? Leider muss ich Schusswaffengebrauch machen. Guten Tag. Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie aus dem Verkehr gezogen wegen sexy. So, ich würde sagen, Delikte, Defekte. Ist das ein Delikt oder ein Defekt? Kontrolle. Machen wir Kontrolle. Wegen einer allgemeinen Kontrolle. Wir werden es eh noch feststellen. Erstmal Warndreieck. Natürlich, hinten im Kofferraum. Drogen genommen. Was? Ich? Auf keinen Fall. Für mich ist der Konsum von Drogen ein Zeichen des Versagens. Das ist ja mal eine ehrliche Antwort. Bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Der kann auch nicht sagen, finde ich gut, sondern der sagt auf jeden Fall, bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung. Alle schreiben Delikt, aber wir werden natürlich trotzdem alles überprüfen, denn ich traue hier nicht. Wer kein Kennzeichen hat, der frisst auch kleine Kinder. Ja, das ist das 1 und 1 auf der Polizeischule. Verbotene Gegenstände? Nö. Das glaube ich Ihnen jetzt mal. Also Dokumente möchte ich gerne sehen. Führerschein, Fahrzeugpapiere. Fahrzeugpapiere nicht dabei. Was ist nur aus diesem Land geworden? Wo sind Recht und Ordnung hin? Enttäuscht bin ich. Alkohol. Glas Wein. Steht nicht auf Drogen, aber säuft sich einen zu. Ah, ist schon klar. Verbandskasten. Wie sieht's aus? Okay, hinten im Kofferraum. Sehr gut, danke.
Dokumente möchte ich gerne sehen. Lisa Jung, Vehlshof. Aha, 84. Ja, okay, na gut. Gleich mal die Adresse notieren, da kann ich dann nachher noch stalken fahren nach Dienstschluss. Personenfunk, gleich mal testen. Lisa Jung. Bleiben Sie entspannt. Für dieses Mal. Fahrzeugfunk. Kein Eintrag. Wir müssen mal vorne gucken, ob er ein Nummernschild hat. Alkoholtest, Drogentest. Na, machen wir Alkoholtest. Bitte pusten. Sehr vorbildlich. Bleiben Sie bei dieser Einstellung. Drogentest. Nummer aus Prinzip. Erfreulicherweise negativ. Bleiben Sie auch in Zukunft. Sie wissen Bescheid. Okay, wir untersuchen die Karre. So, kräftig gepustet hat sie schon. Jetzt werden wir ja richtig eine einschenken. Kennzeichen nicht vorhanden. Eieieiei. Kofferraum kontrollieren. Oh, Verbandskasten liegt einfach so in der Gegend rum. Warndreieck, okay. Bewegen Sie die Maus, wie Sie möchten. Okay, ja, das ist ganz toll, das Warndreieck. Das sieht ganz tolle 3D-Animation. Verbandskasten. Oh, ist ja schon abgelaufen. Verwendbar bis 12.2013. Alter. Erste-Hilfe-Kasten ist abgelaufen. Ey, Deutschland geht vor die Hunde. Vor die Hunde geht Deutschland. Was, in welchem Land leben wir denn hier? Da willst du Erste-Hilfe-Kasten, willst du nutzen, du willst einen Verband um den Arm machen und siehst, oh nein, meine Pulsader ist aufgesprungen, aber der Verband ist nur bis 2013 haltbar, den will ich nicht mehr. Das geht so nicht. Ah, was haben wir hier? Aha, ein Ordner mit Nacktbildern. Das will ich nochmal durchgehen lassen. Ein kaputter Teddy. Mit Arm ausgerissen. Psychopathin. Und auch wieder Müllsack. Warum haben die alle Müllsäcke bei sich im Auto? Ah, naja. Da ist eine Waffe. Totschlägerwaffe. Sehe ich sofort. Okay. Lichter bitte. Blinker. Also nur links. Blinker rechts. Wo ist der Blinker rechts? Bremslicht. Rückfahrlicht. Will ich gelten lassen. Profiltiefe. 0,6. Vorbildlich. Aua. Mein Steiß. Das packe ich alles auf die Rechnung. So. Okay. Fahrzeug angesehen. Bußgeld. Tut mir wirklich leid. Bereifung, Kennzeichen, das wird teuer. Da sehe ich leider keine, also da kann ich leider nichts sagen. Da sehe ich kein Paton. Paton. Ach so, 0,6. Ach, 0,6. Leckt mich am Arsch. 0,6. Mit was für Reifen fährt ihr rum? Hab mich schon gewundert, gerade mit der Bereifung. Unerhört. Unerhört. Alter, 140 Euro. Jungs, heute Abend in die Nacktbar. So, Lichter überprüft, Achsen gewogen, allgemein den Fahrer untersucht. Ich kann auch mal den Fahrer wiegen, geht natürlich auch. Yeah, Schichtaufgaben, können Sie Ihre Schicht früher beenden? Über das Aktionsmenü oder F10? Ein frühes Schichtende. So, Kollege, heute ist vorbei. Schichtende beantragen, ciao. On the road again. Mausfall nervt mich. Zentrale an Cabella Sumpf 01. Melden Sie sich. Nein. So. Okay. Geschwindigkeitslimitierung ist aufgehoben, aber ich bin vorsichtig. Ich bin ein sehr vorsichtiger Fahrer, so kennt man mich. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. Zentrale an Norbert Mohr 02. Melden Sie sich. Ja, sehr gut. Schere ruhig ein. Nicht angeschnallt. Alter, Todesstrafe. Nein, war ein Witz. Entschuldigung, habe ich vorhin im Chat gelesen. Aktionen. Geschwindigkeitsmessung. Fahrzeug rauswinken. Da ist er einfach nicht angeschnallt. Und das sehen wir von hinten. Mit unserem... Alter, mit unserem Blick sehen wir das von hinten. Ob der angeschnallt ist oder nicht. Das ist aber ein richtig guter Cop, der das einfach sofort erkennt. So. Sie wissen, warum ich Sie und so.
Tut mir leid, ich habe keinen blassen Schimmer. Ich habe sie aus dem Verkehr gezogen wegen... Sexy. Das ist ein Delikt. Unangemessenes Verhalten während der Fahrt. Sie waren nicht angeschnallt während der Fahrt. Oh, das ist aber nicht gut. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich werde Sie nun einer allgemeinen Körperkontrolle unterziehen. Haben Sie Drogen konsumiert? Nein? Wollen Sie welche kaufen? Führerschein, Fahrzeugpapiere? Fahrzeugpapiere nicht dabei. Oh, das wird teuer. Das wird teuer. Oh. Sehe ich ganz übel. Also sehe ich schwarz einfach. Führen Sie verbotene Gegenstände mit sich? Ja, ich führe 3 Klappmesser im Hals mit mir. Was willst du darauf antworten? Verbandskasten sehen, er ist hinten im Kofferraum. Alkohol? Gar nichts. Ich denke, diese Person sagt die Wahrheit. Ist mir egal, was du denkst. Wir sind hier in einem Land mit Gesetzen. Da wird das überprüft. Für Denken ist ja kein Platz. So, zeig mal Dokumente jetzt. Johanna Sachsen aus Wielsmühlen. Na, die besuche ich heute Abend auch mal. Gut. Drogentest, Alkoholtest. Schauen wir mal. Bitte pusten, denn sie hat vergessen, sich anzuschnallen. 0,0%. Vielleicht ist die Person ja einfach nur doof. Ich weiß gar nicht, wie oft ich mich nicht angeschnallt habe damals. Ist passiert. Warndreieck. Sehen bitte. Hinten. So, danke für die Auskunft. Drogentest machen wir heute mal nicht. Ach komm, machen wir auch. Was soll's. Haben wir alles gemacht? Negativ. Sehr erfreulich. Sehr gut. Fahrzeugfunk. Kein Eintrag. Verstanden. Wir werden das Fahrzeug natürlich inspizieren. So. Okay. Wir öffnen also erstmal... Ja, TÜV ist gültig. Kennzeichen vorhanden. Lass dich mal durchgehen. Ja, also da gibt es kein Vertun. Lichter kontrollieren. Blinker. Licht, Bremslicht, Rückfahrlicht. Alles gut. Nein, ich wollte Lichter kontrollieren. Zeig mal her. Aha, Geldkoffer. Wahrscheinlich Spionen, müssen wir festnehmen. Aha, ein Aktenordner. Abgelaufen. Oh. Und das hier? Warndreieck ist auch abgelaufen. Und ein Kasten Bier. Was ist das für Bier? Sag mal her, ist das ein Delikt? Biegelbräu. Wer trinkt denn sowas? Gleich ein Knast mit der Alten. Was ist denn das für ein Vergehen? Und wieso? Die fährt Auto und der Ordner steht aufrecht hinten drin. Der Ordner steht im Kofferraum aufrecht hinten drin. Wie fährt die denn? Wie fährt die denn? Alter. Was ist das da? Ja, gut. Rest haben wir kontrolliert. Lass ich durchgehen. Was ist mit den Lichtern rechts? Blinker. Okay. So, Spiegel, okay. Profiltiefe 3,7. Da ist jetzt wirklich alles gut. Aha. 3,7. Aha. Lichter kontrollieren. Blinker. Ja. Bremslicht. Blinker. Okay. Kennzeichen ist vorhanden. Ist ein bisschen schmutzig, aber gut. Heute mal keine Strafe. 3,7. Vorbildlich. So. Trotzdem müssen wir leider... Wir müssen leider eine intensive Körperkontrolle vornehmen. Ich glaube, die Frau schmuggelt Drogen. Achso. Leider Bußgeld. Tut mir leid, ist ganz ärgerlich leider, aber ich muss heute Abend noch einen Sauf mit den Kumpels, deswegen muss ich leider ein Bußgeld ausstellen. Sag mal, 55 Euro, dann lasse ich das fallen, dann zerknülle ich das Knöllchen. Für 55 Euro, bar auf die Hand, zerknülle ich das Knöllchen, gar kein Problem. So. Willst du mich verarschen? Schon wieder auf der... Was? Alter, ey, das ist furchtbar. Diese Steuerung ist so furchtbar. Die
Steuerung ist Waterboarding für Computerspieler. So, hier. Müssen wir hier raus? Norbert Moore, 1, an Zentrale. Komme zur Wache. Hier, komm. Was? Okay, sehr gut. Was ist hier los? Stunde später komme ich auch mal an. Jetzt ganz zärtlich einparken. So. Zentrale an Cabella Sumpf 01. Fahren Sie zur Wache Moor. Tür blockiert. Alter, was hat denn der für riesige Türen? Warum hupt der jetzt? Mann, hör auf zu hupen, ich will aussteigen. Alter, ey, das ist mein Lieblingsspiel. Ich habe immer wieder, finde ich, neue Lieblingsspiele. So, was sollte ich eigentlich machen? Fahrer befragen, was denn los? Guten Tag, allgemeine Kontrolle. Dokumente? Warum soll ich ihn befragen? Habe ich vergessen. Hier, mein Führerschein, mein Vater bei mir reicht nicht rein. Tut mir leid, ist sonst in Ordnung? Naja. Ebenso wichtig wie Ihr Führerschein. Was piept denn da immer? Verbotene Gegenstände. Nö. Dann glaube ich Ihnen das mal. Natürlich, der sieht schon so vertrauenserweckend aus. Okay, Dokumente schaue ich mir mal an. Was haben wir denn da? Jan Bauer. Okay. Warndreieck dabei? Natürlich. Werde ich überprüfen. Ich traue keinem Bürger. Deswegen werde ich das überprüfen. Verbandskasten. Stichwort Verbandskasten. Was fällt Ihnen ein? Hinten im Kofferraum. Werde ich überprüfen. Ja? Jan Bauer. Wer ist das? Liegt nichts vor. Warum wartet er an der Raststätte und wir fahren extra dahin? Was war mit dem? Fahrzeugauskunft, bitte? Kein Eintrag? Na gut. Das werde ich ahnden, dass da kein Eintrag vorliegt, werde ich ahnden. Das ist wertvolle Verschwendung von Polizeiarbeit. Das kostet Sie ein Bußgeld. Haben Sie dann Alkohol getrunken? Die trinken ja alle Wein. Warum trinken die hier Wein? Komm, Alkoholtest. Blas mal schön ins Röhrchen, mein Junge. Ich traue dir nämlich keinen Meter. Negativ. Der muss das Gerät kaputt sein. Das kostet Sie ordentlich. Sie haben das Gerät kaputt gemacht. Das kostet 20 Euro Strafe. Drogen? Ein Zeichen des Versagens. Na, das ist eine vorbildliche Antwort. Finde ich ganz toll. Bleiben Sie bei dieser Lebenseinstellung und jetzt bitte mal hier reinpissen. Negativ. Was soll ich denn mit dem? Hier, allgemeine Fahrzeugkontrolle. Profiltiefe, brandneu, Kennzeichen, oh, irgendwas lädt hier gerade im Hintergrund. TÜV ist gültig, Kennzeichen vorhanden, Kofferraum, hat hier auch wieder Beaglebräu dabei, natürlich. Aha, der Mann hat eine Handtasche. Gut, ist nicht verboten, aber verdächtig. Ah, okay, Aktenordner, Verbandskasten, was, ist in Ordnung. Warum sollen wir den überprüfen? Werde ich langsam zornig, wenn ich nichts finde. Achso. Also wenn ich hier nicht gleich was finde, dann ist ja aber Polen offen, mein Freund. Ja? Wir müssen mal das Auto mal auch überprüft. Ist leider nicht gestohlen. Guck mal, wer da sitzt, ganz verdächtig mit seiner Brille. Der ist doch verdächtig, Alter. Der ist doch, das sehe ich doch jetzt hier, dass der irgendwie Dreck am Stecken hat. Wir haben alles erledigt eigentlich, aber... Fahrer anschauen. Nichts Verdächtiges erkennen. Wir müssen ihn weiterfahren lassen. Das Auto wurde geklaut, aber wir haben doch das Nummernschild überprüfen lassen, oder? Warndreieck hat er auch. K-
Können wir das Nummernschild kontrollieren lassen, bitte mal? Kontrolle abbrechen. Nein! Aber die haben doch gesagt, dass es geklaut ist. Haben die wirklich? Fahrzeugschein anderer Namen, stimmt ja gar nicht. Das ist ein Fahrzeugschein ja angeblich nicht dabei. Auto geklaut. Komm, ist egal. Auto geklaut. Da ist er. Fahren Sie. Jetzt muss ich den auch noch zur Wache fahren. Oh, wie ärgerlich. Ach, ja, scheiße. Ich habe keinen Bock auf diese Arbeit, deswegen lass mich mal bestechen. So, ist festgenommen. Habt ihr euren Willen? An Zentrale, komme zur Wache. Habt ihr euren Willen? Ihr seid ja meine Vorgesetzten, deswegen habe ich mir gedacht, weißt du was, dann müsst ihr mal fest.